gehabt. Oder 5 maximal. Es ist schon gar nicht so viel. Also, das ist gerade mal ein Zehntel, was du da kriegst. Ja, theoretisch können wir halt noch eine laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Sinn das jetzt macht, wenn ich jetzt mal schaue, wo wir da reinkommen. Das sind halt 4 Dungeons, ne? 1, ja, 4. Weil Jaden noch nicht Traktoren laufen kann. Wobei, wir können schon Dungeons laufen, weil er nämlich auch nicht so viel Luft hat. Und da denke ich, ist das gar nicht so verkehrt. Noch eine, ja, okay. Machen wir auch wieder random. Dann kriegt man 7 Gold. Es geht ja halt instant auf, wie krass. 7 Gold. Naja, warum nicht? Ah, das war eigentlich dumm. Ich hätte das mal noch pausieren lassen hätten sollen. Weil hier gibt es nämlich Quests jetzt. Oh Gott. Ansonsten porte ich mich eben raus. Jawohl. Nice. Okay. Jawohl, seht ihr? Ha. Wo sind die? Aztiol. Ich bin doch gerade in Aztiol. Oder? Ich befinde mich im Kampf. Oh, nee. Hab ich einen Infight-Bug? Nee, oder? Ne, jetzt nicht mehr, okay. Sind das jetzt hier für die, oder ist das. Das jetzt Aztiol? Jawohl, hier. Alle nicht qualifiziert, oh Gott. Weil die zu low sind? Ja, schade. Ja, hier ist es wichtig, dass man die Netze kaputt macht. Oh ja, das ist eine reine. Oh, das ist eine gute Gruppe. Eine schöne Melee-Gruppe. Ist mir leider jetzt was aufgefallen. Sorry. Wir müssen unbedingt die Netze raushauen. Oh, das ist ja mit einem Wirbelwind sind die draußen, denke ich. So viel Leben haben die Netze nämlich gar nicht. Ach, guck, ich muss die Eier kaputt machen, lol. Aber jetzt geht's auf Jaden. Oh, jetzt bin ich. Nee, ich bin besudelt. Besudelt! Kicken kann man das nicht, oder? Ah, den gestunt. Oder? Ich habe nicht richtig aufgepasst. So, kann man das fangen jetzt eigentlich? Kicken? Macht der Große das nicht? Ich glaube, der Große macht das nicht mit den Netzen. Das machen nur die Kleinen, glaube ich.
Nee, er macht's auch. Ich hab's gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob man's kicken kann. Nee, oder? Warte mal. Jetzt hab ich keine Wut, ja. Nee. Help, schreibt er. Jetzt werde ich eingesponnen. Jawohl, schön. Den Giftschauer können wir aber kicken. Das hat gut funktioniert. Okay. Ja, der Boss, der spinnt nicht ein. Der ist einfach nur blöd. Also, einfach meine ich. Der ist wirklich. Was macht er denn? Wieso denn auf mich? Was war das denn jetzt? Hat er auf mich hochgeschossen? Nee. Oh Gott, der hier ist schon down. Dankeschön, kann ich nicht kicken, okay, jawohl. Jawohl, sehr, sehr schön. Gut. Sie ist wieder tot. Oh ja. Da hätte der Jäger gut seine Salve reindrücken können. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt hier vergessen wurde. Kann passieren, alles gut. Sind alle keine Profis. Okay. Was ist denn die zweite Quest? Hadronox getötet, ne? Ne. Ah, man muss den Endboss looten. Okay. Das ist ja perfekt, dass wir wirklich dann kurz vor dem Dungeon stehen und dann die Quest abgeben können. Sehr, sehr angenehm. Ich muss nochmal gucken, was haben wir noch? Heulender Fjord ist die einzige Dungeon-Quest, die wir gerade haben. Ich muss mal allgemein schauen. Arnkaid hätte es ja hier an derselben Stelle. Und da weiß ich es aber nicht mit den Quests, wo man die bekommt oder wie man darauf eingehen kann. Muss mal schauen. Ja, Hadronox. Hadronox wäre am besten, wenn man die Ads erstmal kommen lässt, quasi. Oh, Verzeihung. Vierzig Minuten im Stream und ich bin schon wieder hungrig. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es echt nicht. Ich habe echt keinen Stärke-Buff mehr, ne? Ah, das hit sogar nur. Mein Gott. Oh, dann läuft doch genug eigentlich. Ja. Ich denke, das passt. Auf jeden Fall. Okay, ja, okay. Jetzt kommen richtig viele. Ah, ich weiß nicht, ob er das überlebt. Das sind halt echt viele Gegner. Jetzt gehen die noch in Raserei. Enrage. Eieieiei. Jawohl, aber einer ist kaputt, also es sollte eigentlich besser werden. Ah doch, ich hab verfehlt. Doch nicht genug. Aber die sind auch zwei Level höher. Ne? Das habe ich gelernt, dass man da noch mehr Hit bräuchte. Also prozentual so und so viel mehr. Sehr gut. Wunderbar. Okay, er hat ihn rangezogen. Er hat ihn schneller rangezogen, als ich als ich das schreiben konnte.
So, jetzt. Ja. Und zwar der Boss heilt nämlich, wenn vergiftete Leute ihn hitten, glaube ich, ne? So war das. Ich glaube, dann heilt er sich, wenn ich ihn jetzt schlage. Ne, wenn ich sterbe. Ja, nicht, wenn ich ihn so schlage, oder? Also sieht besser aus als in der Eingruppe, wo ich gestern war. Also da hatten wir mehr Damage auf jeden Fall, aber da wurde der extrem viel hochgeheilt. Ich weiß gar nicht, woran das lag. So ist natürlich auch sehr schön. Ach, guck mal, ein schöner Zweihandstab. In einer reinen Melee-Gruppe. Wobei der Schamane könnte es vielleicht gebrauchen, weiß ich nicht. Wobei der Schock ist auch schon 76, sehe ich gerade. Hobbit. Aus Community Horde. Naja, warum nicht? Guck mal, mein Trank ist gleich leer. Ich ziehe mir mal einen neuen. Buffoot hält auch noch 4 Minuten. Jo. Man kriegt auf jeden Fall gut Ruf. Das finde ich toll. Der Ruf ist auch relevant. Expedition der Horde. Für das schnelle Fliegen dann. Das kann man dann da nämlich vergünstigt kaufen. Je nach Ruf und Rufstufe. Wir sind jetzt hier Expedition, fast wohlwollend. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Mit 72 geht ganz gut. Guck mal, die Gilde, das sind echt einige Leute, ne? Wir sind jetzt 7 Member online von 69. Das ist ein guter Durchschnitt. Also not bad. So, die sind auch ein bisschen heftig hier, wenn die das mal casten, das tut schon weh, wenn das durchkommt, glaube ich. Ich glaube, das war nicht so ohne. Okay, ja, jetzt hier kommt es reingekracht. Wie die Hölle. Da ist nochmal, ich kann es nicht kicken. Ja, tut schon weh. Ah, er hat es jetzt gekickt und ich auch. Jetzt sind gleich alle im Ring, noch ich nicht. Oh. Jawohl, so ist ganz gut. Also hier erst angreifen, wenn alle im Ring sind, weil sonst macht er hier zu und dann stehst du draußen. Und dann machst du gar nichts. Ich glaube, der Jaden, der kennt die WOTLK Dungeons nämlich nicht so gut. Glaube ich. Deswegen schreibe ich es Ihnen mal. Wird nämlich auch ins Discord gehen können. Und da hätten wir, wäre ich nicht so ein Alleinunterhalter jetzt, aber ist alles gut. Jetzt läuft mein Buffoot natürlich aus. So, hier aus den Stacheln raus. Jawohl, sonst fliegt man wie die Kuh. Der hat gar nicht so viel Leben, ne?
Der hat echt richtig wenig Leben bloß. 200k ist jetzt echt nicht viel. Aber da taucht halt 1000 ab. Da hatte ich mich gestern schon mit der Melina, falls sie so heißt, oder falls sie wirklich so heißt, unterhalten. Der wäre so schnell weg, ne, wenn diese Phase, wenn der nicht immer abtauchen würde. Schon ein bisschen unnötig da eigentlich hier, der Käse. Oh, lol. Das ist abgelaufen. Oh Gott, sie ist tot, weil sie drin stand wahrscheinlich, oder? Weil sie in den Dings stand. Okay, jetzt wird es dann doch wieder spannend. Indiana. Oh. Okay, ja, jetzt. Ich muss echt jetzt aufpassen. Okay. Wir sind immun gegen meinen Troh-Schrei. Oh ne, was mache ich denn jetzt? Wir gucken uns das Spektakel trotzdem weiter an. Ich weiß gar nicht, sie stellt auch keine Totems, ne? Also sie sind ja weg, weil sie ist ja tot, ist ja klar. Ich glaube aber einmal wird er nochmal abtauchen, denke ich. Einmal müsste er die Phase nochmal überleben. Oder? Wenn nicht, wäre natürlich cool. Dann zerrt ihn runter, soweit es geht. Ah ne, er taucht nochmal ab, genau. Ja, das ist halt das, was ich meinte, ne? Oh Gott. Was macht denn er? Er will abhauen. Sind wir da jetzt echt gestorben? Mensch. Der ist hart. Naja, eigentlich ist der Free Loot. Ich schreib sie mal. Ja, also eigentlich ist das ein nicht so schwerer Gegner, Bossgegner. Ich glaube, das ist mit einer der leichtesten Bossgegner, die es so gibt. Ich schreibe ihr mal Indiana, bitte pass auf, dass du nicht in den Stacheln stehst. Weil die schmeißen dich ja... Ey, Alex, Alex, hallo, hallo, Alex, grüß dich. Guten Tag, guten Tag, schönen guten Tag. Mein liebster Streamer auf der Welt. Das ist aber sehr, sehr süß von dir. Sehr, sehr süß und sehr, sehr lieb. Danke. Ich habe die jetzt gekillt, schreibt sie. Oh, okay. Komfort. Ja, klar, alles gut, das passiert. Ist ja jetzt nicht schlimm, dass man in der Journey Route mal stirbt. Bei Hadronox sind früher die Leute richtig oft gestorben und das tun sie teilweise immer noch. So, sie wurde von den Ads getötet. Ich dachte, sie stand in den Stacheln. Weil ich glaube, sie stand doch einmal kurz in den Stacheln. Ist ja nicht so tragisch, ja. Der Boss zieht ja auch zum Glück keine Face-Aggro. Jetzt. Puh, ja, ich weiß nicht, die Tank, die Ads, die kann man ja...
Oh, ist das hier? Ist das hier nicht Dings? Ich hau mir mal sowas und dann sowas noch rein. Ich muss mir mal ein bisschen was aus der GB mopsen. Von unserer Level 70er Gilde. Da gibt es nämlich noch so ein bisschen Stuff. Oder das Zornelixier. Da muss ich mal einen passenden Eichi finden. Ich habe doch einen Eichi, glaube ich. Der kann das sogar. Mensch, da muss ich gleich mal gucken. Nach dem Dungeon. Und ich denke, dann. Ja, ein paar Pots wären cool, auf jeden Fall. Und nochmal passendes Buff-Food. Ich muss mal kochen. Morgen mache ich Kochen mit dem. Oh ja, unbedingt. Morgen lohnt sich's richtig. Kann ich euch nur allen nahelegen. Lernt kochen mit euren Chars, wenn ihr es noch nicht habt. Auf 300. Kriegst du locker auf 300 plus. Wo war ich jetzt bei? 1. Perfekt. Das ist richtig gut. Ja, gerne Abfahrt. Im System. Ich gehe mal auf Damage, auf Leben. Und ich kann auch noch schauten. Aber er macht eigentlich nicht so viel. Er ist nicht das Problem. Ich tank ihn einfach. Er hat keinen Zorn, oder? Nee, hat er nicht. Hat Zorn vergessen. Nicht schlimm, passiert. So, jetzt die Ads, die sind halt wichtig, ne? Heiler darf halt nicht hier. Naja, okay. Bleib einfach bei uns. Hier, oha. Okay. So. Indiana. Sie steht da, auch wo die jetzt spawnen. Ne? Aber sie kann ja auch so einen Erdwurzeltotem stellen, oder? Gibt's sowas? Was gibt's doch? So, dass sie so geslowt werden, die jetzt. Und dann rennt sie einfach weg, so ein bisschen wie Hotten hier. Hot and Heal ist eigentlich auch ein geiler Name für einen Baum, oder? Habe ich mir gerade mal so einfallen lassen, Digga. Auf richtig entspannt. Okay, jetzt wieder zum Dings. Ah, bleiben mal beim Charmy. Oh Gott, ihr Leben. Gut, ich sag mal, das kann natürlich sein, dass es hier mehr die Herausforderung für den Heiler ist als für alle anderen. Das kann natürlich wirklich sein. Mana Tide! Der hat immer noch Akku. Also ich hab tatsächlich, muss ich das wirklich beichten, ich habe gedacht, dass es auch im NH wirklich eine ganz, ganz einfache Nummer eigentlich ist. Also im HC ist es so easy einfach mit 80, so. Na gut, mit 80, klar, ja. Es ist jetzt vielleicht, verallgemeinert. Ja. Jawohl, haut die schnell kaputt. Nice. So, hier, oha, ja. Oh Gott im Himmel. Die steht aber wirklich. Ich weiß nicht. Die spawnt doch. Ich kann es nicht deuten, Leute. Ich kann es echt nicht deuten. Jo. Hier ist gleich wieder richtig Ende. Oh Gott, der Jane. Die Ads leben halt auch zu lange. That is the problem. Sie ist wieder tot. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen diesen Dungeon nicht. Puh. Sie kriegt es nicht geheilt. Also. Jetzt geht's los. Okay.
Ja. Das ist jetzt halt so eine Sache, ne? Der Hobbit bleibt wieder liegen, ne? Das ist schon. Zweimal liegen bleiben ist schon frech, mein Freund. Also meine Devise ist, oder was ich gerade so denke, ist eigentlich Evil Returns, folgt uns. Hey, vielen lieben Dank für deinen Follow. Danke, danke, danke. Schön, dass du dabei bist. Schnapp dir ein cooles Getränk und enjoyne. Einfach mit beim Stream. Dabei sein ist alles. Yeah. Meine Devise ist ja jetzt eigentlich, dass wir hier das Problem haben, dass zu viele Ads sind, dass wir die nicht schnell genug tot kriegen. Und ich weiß gar nicht, hat man schon Kaya, dass man vielleicht in der, wenn er jetzt nur noch so 100k hat oder so 80k und er taucht auf, dass man dann Kaya zieht und dann versucht zu ballern? Ich weiß nicht. Warum schaffen wir den Boss nicht? Es sind zu viele Ads. Glaube ich. Oh Gott. Das ist hier die Frage, warum schaffen wir das nicht? Ich habe ja hier einen fetten Tankring noch. Aber ich habe kein Tankschild und kein Schwert. Der taucht immer zu festen Prozenten unter. Ah, okay. Okay, ja. Zu festen Prozenten. Ich habe leider keine Prozentanzeige, aber man kann es ja bestimmt so abwägen. Beim Drittel oder was weiß ich, irgendwie so bestimmt. Oder alle auf 25% oder sowas. Okay, wir machen es jetzt mal richtig auf Tryhard. Okay, also, vielleicht kann der Shami ja ein Slow Totem stellen. Der Hunter kann Eiskälte fallen, Eiskälte fallen legen. Mehr Damage auf den Boss. Und der Schamane müsste am besten Dispel Totem. Aber was ist es, und sein Mana nicht so verbrennt, seid gestorben, weil er um war. Genau, ja. Wir sind jetzt schon zweimal hier gestorben, weil er um war. Er war wirklich um. Und wir gucken uns die Geschichte mal an. Es ist ein Resto. Ist sogar gesockelt mit Burning Crusade Gear Zeug so. Ich weiß es nicht. Seid alle am Gift runtergetickt. Genau. Am Gift. Richtig? Richtig. Das habe ich auch so beobachten können. So. Zorn hat er an, aber Aspekt noch an. Oh, okay. Ich schaue dir wieder ein bisschen Leben. So, wie viel Leben sind das denn jetzt? So, das sind jetzt 20% ungefähr, ne? 25, 30 wahrscheinlich. Totem der Reinigung, Diesbild. Das ist ja Diesbild-Totem, ne? Aber sie stellt nur eins. Kann man nicht vier Totems gleichzeitig stellen? Oder drei? Sie ist tot! Sie ist instant gestorben! Boah, das ist ja hier Event-Boss.
Genau, hier Eiskältefalle, das ist auch gut. Dann hätte der Heiler nämlich so ein bisschen Hotten Heal machen können. Kiting plus mit als mit Heilung. So, wir schreien den mal an. Also die Kleinen verrecken ja super. Super schnell. Ja, er steht draußen. Er steht draußen. Warum steht er draußen? Die haben was gegen uns. Kommt die immer? Die kommen doch immer von hier vorne. Hätte ich ge. Boah, das stinkt gleich. Oha. Okay, jetzt fliegen beide. Hat er gebabbelt? Ja, er hat gebabbelt. Oh. Da machst du gar nichts, ne? Da bist du einfach nur, da bist du einfach nur kaputt. Wo ist Indiana? Sie ist wieder reingelaufen. Okay. Also, wir sind jetzt dreimal in Azjoinerub gestorben. Dreimal beim Endboss. Dann heute halt nicht. Guys, bye bye. Jetzt haut sie rein. Und jetzt löst sich's halt auf, ne? Ich muss ja jetzt mal was auch noch dazu sagen. ich muss dazu jetzt mal noch was sagen, ne? Weil ich kann das ja nicht unkommentiert stehen lassen. Ich glaube, das ist mir so noch nie passiert. Ich glaube, ich bin schon mal gestorben im Azioneru beim Endboss. Ja, ist richtig. Evil Returns. Nee, um Gottes Willen, brauchst du nicht. Ich denke, wir machen jetzt ja. Der Jaden muss auch jetzt gleich weg. Und ich denke, das passt so. Das ist schon gut so. Alles gut. Wirklich, vielen Dank. Geht's jetzt doch weiter? Muffelbär. Ist das jetzt einer von euch? Nee. Okay. Und fährt halt noch einen Damage Dealer? Wow. Wow. Ich weiß jetzt nicht, ja. Der Hobbit kann ruhig reinlaufen. Und der Bunyak ist da. Wow, dann ging es jetzt ja doch flott. Okay, also sind ja alle schon down. Jetzt haben wir den 74er Hunter dabei. Die jetzt gehen immer auf den hier. Genau. Genau. Darf ich noch kurz Eier kaputt machen? Ja. Ist ja kein Ding. Ja, passt ja eigentlich ganz gut soweit. Also ich denke mal, jetzt haben wir ein Setup, wo wir sagen, klappt.
Aspekt des Rudels, sehr, sehr belohnend. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es fühlt sich immer sehr gut an, schnell zu rennen. Der Hobbit, was spielt er eigentlich? Wahrscheinlich Combat, oder? Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum geht er denn durch? Ach Mensch, Ruffy, da findet den Link nicht. Hier. Oh. Ach so. So. Ja. Jetzt ist der Ruffy gestorben, ich weiß leider nicht, wieso, weshalb, warum. Ah. Okay, also ich habe mir noch einen Pot rein und nochmal mein Buff-Food. Ist zwar jetzt nur Ausdauer, aber besser als nichts. Ist ja auch noch das Level 65er Zeug, also für Burning Crusade. Das Große habe ich mir noch nicht, das will ich morgen mir erst ranholen. Wenn ich wirklich mein Kochen skille, würde ich euch allen nochmal an der Stelle ans Herz legen. Skillt das Kochen morgen. Jan Benjan, Jan Benjan, Jan Benjan. Danke für dein Follow. Vielen Dank. Dankeschön. Mach's dir doch bequem bei uns. Zorn hat er an, okay. Mehr Buffs gibt es von meiner Seite jetzt nicht. Ich schaute Leben. Live. Guck mal, da ist jetzt sogar ein Mal drauf. Das war vorher, glaube ich, auch nicht bei dem Hunter. Ha. Wenn jemanden disrespekten oder so. Wir haben alle mal angefangen mit Spielen. Ich spiele auch nicht clean. Das Rüstung zerreißen bringt auch effektiv nichts, ne? Wenn er abtaucht, ist es eh weg. Der Muffelbär, er steht immer beim Tank. Er steht nicht am Eingang, wo die Ads ihn one-shotten. Also nicht hier. Weil ich glaube, die großen Ads kommen ja hier raus. Hier, aus dem Gang. Und dann poppen die sich hierher. Zum Tank. Da! Die spotten ihn einfach. Die spotten ihn einfach. Die spawnen wirklich da, wo er steht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Na klar, er zieht ja hier Akku. Wo sollen sie denn sonst hin? Guck mal, wie viel Leben der Baum noch hat. Das ist ja insane. Wie viel Mana? Nicht wie viel Leben, wie viel Mana? Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Ich meine, klar kassiert ja auch mal einen Hit. Aber er fällt ja nicht gleich um. Okay, jetzt stand ich auch mal in der Wurzel. Er hat sogar Anregen frei. Was ist denn hier los? Guck mal, jetzt träume ich ja auch. Jetzt hat er mich auch zweimal hochgewirbelt. Aber wir können uns ja leisten. Er taucht aber nochmal ab, ne? Er taucht ja bei 45k oder so nochmal ab. Begrüßen wir überhaupt nicht, ne? Aber da kann ich nochmal schauen. Eigentlich ist es geil, wenn da. Ich habe keine Wut, warum zeigt er mir dann den Spell an?
Das ist wirklich so, ne? Sobald er den ersten Hit kassiert, beim Shami, war er tot. Also so fast. Krass. Aber das sind schon wirklich viele Ads, also das stimmt schon. Und die leben auch recht lange. Das kann schon zur Verzweiflung führen. Jo. Ja, er ist tot. Ah. Jan Bejan. Das ist ja sehr interessant. Ja, wow. Erstmal hier, vielen lieben Dank. Den Ring brauche ich nicht, den habe ich schon. Jan, Jan, Jan.